Heute Let's Play wir Spielentwicklung. Ich wünsche euch viel Spaß. Und los geht's. Hallo liebe Leute, heute präsentiere ich euch das Spiel Behind Stars and Under Hills. Und los geht's. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Höhle. Da gehen wir einfach mal durch. Gucken wir mal. Ah, da hinten stehen zwei Gestalten. Mal sehen, ob wir mit denen irgendwas machen können. Wir laufen da mal hin. Mal sehen, was der zu erzählen hat. Hallo, mein Freund da drüben braucht Hilfe. Bitte rede mit ihm. Okay, dann reden wir mit dem Vogel. Hey du, was ist das für ein Ort? Was? Du kannst reden? Natürlich kann ich das. Und ich habe ein paar Fragen. Wie bin ich hier gelandet? Was soll das alles hier? Und wer bin ich überhaupt? Du bist eine Spielfigur. Was sollen denn diese Fragen? Ich muss es wissen. Wie komme ich hier hinein? Wie ist diese Welt entstanden? Es ist eine existenzielle Angelegenheit. Verstehst du? Du und deine Welt, ihr wurdet erschaffen, ausgedacht, kreiert, programmiert. Ich kenne deine Schöpfer. Wir gehen sie besuchen und schauen uns das einfach mal an. Gut, dann mach dich auf den Weg. Wir fahren jetzt zu Jana Reinhardt und Friedrich Hanisch von Red King Entertainment nach Halle und lassen uns einen Einblick in den Berufsalltag als Spieleentwicklerin geben. Ich bin Jana Reinhardt. Ich bin Artist und Game Designerin beim Studio Red King. Wir haben beide Multimedia Design studiert. Das ist der Bereich, aus dem wir kommen, und fanden Computerspiele einfach so toll, dass wir gesagt haben, okay, damit wollen wir uns selbstständig machen. Den Weg von einer Idee bis hin zu einem fertigen Spiel stelle ich mir sehr lang vor. Man braucht Inspiration, einen Ansatz, muss viel planen und letztendlich alles ausgestalten und programmieren. Wie kann man sich das vorstellen und welche Rolle spielt die Geschichte bei einem Spiel? Für uns sind Geschichten immer ganz, ganz wichtig, weil sie eigentlich das ganze Ding, das ganze Thema zusammentragen. Für Behind Stars Under Hills haben wir zum Beispiel uns mit der Franklin-Expedition auseinandergesetzt. Das ist eine Expedition, die total schief gegangen ist. Alle, die diese Nordwestpassage erkunden wollten, sind ums Leben gekommen. Wissenschaftler heute wissen noch nicht hundertprozentig, was da eigentlich passiert ist, genau. Und genau dieser spannende Ansatz, dass du eine reale Geschichte hast und aber auch viele offene Möglichkeiten, wo noch nicht klar ist, was ist da passiert. Das ist halt perfekt für eine Spielgeschichte. Bei Spielen hast du ja immer diesen Twist. Du hast ja einmal den erzählerischen Teil und dann hast du ja diesen spielerischen Teil. Und wenn ganz viel Spielerisches ist, dann nimmt sich natürlich der Erzählteil zurück. Und uns sind einfach oft Spiele wichtiger, wo es ums Gameplay geht. Also wo der Spieler wirklich entscheidet, was er erleben möchte, was als nächstes passiert. Okay, wer Spieleentwicklerin werden möchte, braucht offensichtlich sehr viel Fantasie und muss sich trauen, dem weißen Kaninchen zu folgen. Wirklich gute Geschichten wecken die Neugier der Spieler und laden zum Entdecken ein. Wir geben also ein bisschen Alice im Wunderland zu unserem Cocktail, um all diese Eigenschaften abzudecken. Die Idee steht, die Konzeption ist weitestgehend abgeschlossen. Wie wird aus all dem nun ein Computerspiel? Für unser Spiel Behind Stars and Under Hills benutzen wir Unity. Das ist so eine Spiele-Engine, die von sehr vielen anderen Entwicklern auch benutzt wird. Und in dieser Engine habe ich uns einen eigenen Level-Editor geschrieben, damit wir schneller dazu kommen, unsere Umgebungen zu fertigen. Also ich habe dann so einen Testmodus, wo ich erstmal drin rumlaufen kann und ich kann dann ziemlich schnell neue Räume bauen. Zum Beispiel will ich diese Statue hier weg haben, lösche ich einfach und mache dahinter noch einen Raum. Zum Beispiel so. Was ist denn die größte Herausforderung? Die Herausforderung bei der Spieleentwicklung ist vor allem, dass du so viele Baustellen hast. Die Grafik muss funktionieren, die Grafik muss aber auch verständlich sein, was wir da wollen, dass die Leute damit was anfangen können. Die Programmierung, dass der Spieler das Spiel gut kontrollieren kann, dass er sich wohlfühlt mit seinem Charakter, wie er sich durch das Spiel bewegt, dass die Geschichte funktioniert und den Spieler motiviert. Aber auch so technische Sachen, zum Beispiel, welches Licht wir da reinsetzen, dass es aber auch nicht so viel ist. Also es gibt einfach so wahnsinnig viele Themen, die du abdecken musst. Also du machst halt nicht einfach nur mal ein Spiel. Du hast noch ganz, ganz viele Unterbaustellen, auf die du permanent achten musst. Zutat Nummer 2. Um die perfekte Spieleentwicklerin zu mixen, benötigen wir eine große Menge Informatik, mixen das mit abstraktem Denkvermögen, um dann am Ende irrwitzige Ideen in spielbaren Code zu übersetzen.
Was sind die Vor- und Nachteile in der Selbstständigkeit? Es hat einfach wahnsinnig viele Vorteile. Ich meine, du kannst dir deinen Alltag selber aufteilen, was du wann machen willst. Du kannst selber gucken, worauf du Wert legst bei deinen Projekten. Du kannst auch mal Sachen umsetzen, wo die Industrie sagen würde, ach nee, danke, das finden wir nicht so interessant. Und dann funktioniert es aber trotzdem. Entwicklung ist zwar cool und wichtig und es ist ein großer Anteil, aber es ist leider bei der Selbstständigkeit nicht alles. Also es kommt dann auch noch Marketing dazu, dass man Auftraggeber findet oder dass man Leute findet, die mit einem zusammenarbeiten. Kommunikation ist super wichtig. Wie viel ich am Tag nicht entwickle, sondern Leute mit Leuten rede, organisiere, was plane, das ist im Prinzip ein halber Tag ist oft weg, nur dafür. Bei diesen vielen Einzelaufgaben und Herausforderungen als selbstständige Spieleentwicklerin wären 8 Arme wahrscheinlich von Vorteil. Die nehmen wir mit in unseren Cocktail und schütteln kräftig durch. Aber nicht zu dolle, sonst gibt's am Ende noch einen Toru Iwatani für Arme. Wie versprochen, wir gehen zurück zum Vogel und berichten ihm, wie er in das Spiel gekommen ist. Ob wir ihm erzählen können, dass er ein reines Fantasieprodukt ist? Lieber nicht. Was wir aber nun wissen, ist, wie viel Leidenschaft, Ideenreichtum und Kreativität in einem Computerspiel steckt. Da müssen wir sofort noch einmal eintauchen. Willkommen zurück und danke, dass du mir gezeigt hast, wie meine Welt entstanden ist. Red King Entertainment rockt. Okay, jetzt kannst du weiterspielen. Lauf durch das große Tor. Los. Ah ja, da gehen wir hier einfach mal hoch. Große Tür. Gehen wir durch.